Einen wunderschönen guten Morgen hier auf Silver Run Forest. Eigentlich wollte ich die Nacht mit euch zusammen überspringen. Und eigentlich wollte ich auch das letzte Geld zusammen mit euch machen, aber es ist was passiert. Der zweite Joystick ist da. Ich blende mal eben ein bisschen was ich mit einer anderen Kamera aufgenommen habe, ein, um euch zu zeigen, wie das gerade aussieht. Kleine Anekdote zum Thema zweiten Joystick. Ich habe ja gesagt, das wird mega geil. Und ich muss sagen, vom Spaßfaktor, also es macht mit einem zweiten Joystick, also mit zwei Joysticks so, macht es am meisten Spaß. Aber du bist nicht am schnellsten damit. Zumindest Stand jetzt, mit der Übung, die ich habe, bin ich nur mit der Maus am schnellsten. Aber das ist wahrscheinlich wie beim Lenkrad am Anfang so oder so. Am Anfang ist man auch mit dem Lenkrad am langsamsten oder langsamer. Und wenn man sich ein bisschen eingespielt hat, wird man wahrscheinlich mit zwei Joysticks am Ende genauso schnell sein wie mit der Maus, wenn man damit ein bisschen geübt ist. Was ich direkt aber auch sagen kann, ist, ich habe meinen ersten Joystick, den hier habe ich jetzt seit anderthalb Jahren. Ich bin immer noch mega zufrieden damit. Jetzt habe ich den zweiten Joystick und ich merke einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden Joysticks. Man merkt, dass dieser hier, ich sag mal, eingespielt ist. Der ist ein bisschen leichtgängiger als der ganz neue. Das ist macht einen kleinen Unterschied, deswegen musste ich die Dead Zone von dem neuen Joystick etwas höher stellen. So, Freunde. Und falls euch interessiert, was für ein Joystick das ist der Urage Airborne. Den, wie gesagt, den ersten habe ich seit anderthalb Jahren, bin mega zufrieden. Ich habe den in der Videobeschreibung verlinkt über Amazon Affiliate Links. Sprich, falls ihr darüber kauft, ne, also erstmal, egal was ihr über meine Links kauft, ich bekomme ein paar Cent dafür. Und ihr zahlt nicht mehr, sondern ihr kostet Amazon Geld. Guter Deal. So, wir starten ins Spiel. Ja, wir schnappen uns jetzt unseren MB-Truck und wir werden auch das Geld, was wir jetzt haben, bitte spring nicht, ausgeben. Wir werden das Geld ausgeben. Und guck mal, also ich muss ja sagen, also der Grafikfilter, den ich gebastelt habe, eigentlich für den Medivedin, der passt hier aber auch wie Arsch auf Eimer. Das sieht richtig gut aus hier. Und ja, ich habe die Mausempfindlichkeit ein bisschen runtergestellt. Ich weiß noch nicht, ob das gut ist. Jetzt wirkt das Ganze noch ruckeliger, als es eh schon ist. So, da steht unser Gespann. Wie wir sehen, ich habe den Aufbau runtergenommen, den zweiten, damit wir hier auch nach hinten aus dem Fenster rausgucken können und was sehen. Und ich habe hier Eisenerz raufgeladen, damit der schwerer ist. Denn ich musste feststellen, als ich den Anhänger hier voll verkaufen wollte, der war hinten ein bisschen leicht. Bisschen sehr leicht. So, genau. Vorne haben wir jetzt die Poltergabel dran, hier das Polterschild. Und wir werden jetzt zum Shop fahren, um dort die Hackschnitzelanlage zu kaufen. Das wird toll. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, wir fahren mal eben hier im Rückwärtsgang und stellen unseren Holztrailer hier an der Seite ab, damit wir denn gleich unsere mobile Hackschnitzelanlage transportieren können. Das wird schön. Damit können wir unser Totholz denn auch endlich sinnvoll verwerten. Dann hätte ich noch eine kleine Bitte an dich. Und zwar, wenn dir dieses Projekt gefällt, dann unterstütze mich gerne doch auf meinem Weg zu den 5000 Abonnenten. Wenn ich die dieses Jahr noch schaffen würde, wäre das fantastisch. Es ist absolut utopisch, 500 Abonnenten in einem Monat zu machen für mich. Aber falls wir das hinkriegen, das wäre schon, das wäre schon richtig cool. So, wir haben es ja zum Glück nicht so weit zum Shop. Und dann gucken wir mal, was wir da Schönes haben. Ich habe keine weiteren Mods draufgenommen, ne? Also so viel sei schon mal gesagt. Es gibt keine weiteren Mods, außer die, die wir schon eh haben. Und das kann ich direkt mal machen. Ich habe ja geübt hier mit den beiden Joysticks. Deswegen habe ich auf 0,5 gestellt. Aber wir stellen wieder auf mindestens erstmal zweifacher Geschwindigkeit, damit der Tag auch irgendwann vorbeigeht. Weil man muss tatsächlich sagen, dass man doch sehr, sehr, sehr viel an einem einzigen Spieltag schafft, wenn man auf 0,5 die Geschwindigkeit hat. Also der Tag geht quasi nie vorbei. So. Denn wollen wir mal gucken, erstmal hier rabatttechnisch, ne? Haben wir nichts. Alles
Klar. Dann geht's hier in Richtung Forsttechnik. Forsttechnik, da, Forstmaschinen. Okay, also, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal den hier, der ist immer noch außerhalb unseres Budgets. Das heißt, es bleibt aktuell wirklich nur der hier über. Da würde ich auch direkt sagen, ja, machen wir, ne? Das schadet ja nicht. So, Reifenhersteller. Was machen wir da? Die finde ich ganz geil, muss ich sagen. Die BKT-Dinger gefallen mir echt ganz gut. Luftschläuche, ja, können wir schwarz lassen, ne? Anhängerkupplung. Ach, wir können hinten noch was ranmachen. Ja, 1A, das nehmen wir doch mit, oder? Parkstützen. Ja. Wäre doch dumm, die nicht zu nehmen. Hauptfarbe. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe schon mal so ein bisschen geguckt, was man so nehmen könnte. Dass dieses Grün mir schon mit am meisten gefällt. Weil alle anderen Farben passen einfach nicht zu der Maschine. Auch irgendwie so ein Schwarz passt auch irgendwie nicht so richtig. Dementsprechend hätte ich jetzt gesagt, nehmen wir genau Blau. Nee, Spaß beiseite. Wir nehmen hier das Standard Jens Grün. Und natürlich braucht das Ding auch ein Kennzeichen, weil wir wollen damit ja auch unter anderem Ständen auf der Straße fahren. Das heißt 005. Was habe ich denn immer? PBJ. PBJ. So. Nee, PJB, ne? Oh. Tragisch. Project. Baumstumpf. Okay. In dem Sinne würde ich sagen, kaufen wir das ganze Stück für 90.500 Euro. Damit haben wir noch 19.700 auf dem Konto. Das ist gar nicht so schlecht. Da würde ich sagen, hängen wir den mal hinter. Und dann haben wir hinten ja noch eine Anhängerkupplung, mit der wir unseren Hackschnitzeltrailer ranhängen können. Ob das bei unseren 210 PS, die wir haben, sinnvoll ist, weiß ich nicht. Wir probieren es aus. Und vielleicht, ich habe überlegt, unter Umständen, früher oder später nochmal ein Tutorial zu machen bezüglich zwei Joysticks und so. Wichtig ist, dass man da auch mittig vorsitzt, nicht so wie ich sitze gerade viel zu weit rechts. Aber das kann man denn ja gleich korrigieren, wenn wir ein bisschen Forstarbeiten damit machen. Aber wie gesagt, aktuell, ich bin noch verdammt langsam mit zwei Joysticks, weil ich mich noch nicht angespielt habe. Ich habe die auch komplett selbst belegt. Ich weiß nicht, ob die so sinnvoll belegt sind. Ich habe schon auch wieder ein paar Belegungen verändert. Da fehlt noch die Übung, ne, Freunde? Da fehlt noch die Übung einfach. Alter Schwede. Ja, also das Ding ist natürlich nicht leicht, ne? Das Teil ist echt nicht leicht. Und 210 PS sind jetzt auch nicht unendlich viel. Wie unser Unimog hat. Ich hatte irgendwo was zu trinken stehen. Nur zumindest heute kann ich auch nicht ewig viel aufnehmen, weil ich muss nachher noch zur Veranstaltung. Und ich will nicht sagen, aber ich habe aktuell so zwei andere Spiele neben dem Landwirtschaftssimulator, die mir richtig viel Spaß machen. Da würde ich mich halt ganz gerne auch noch mit beschäftigen. Zumindest heute Abend auf jeden Fall. Cyberpunk und das neue Pokémon. Ob da was von irgendwie auf YouTube kommt, also Cyberpunk denke ich nicht. Und Pokémon, vielleicht so ein paar Shorts. Aber ich denke nicht, dass das ein Let's Play oder so wird. Fühle ich nicht so. So. Also, sowas, Cyberpunk auch nicht. Also, Cyberpunk werde ich komplett nur für mich spielen. Aber zum Beispiel Pokémon kommt im Livestream auf Twitch. Falls wer da vorbeigucken möchte. So.
Ich sag mal, im Wald kann man so ein Gespann doch mal fahren. Aber auch nur im Wald. Ui. Dann düsen wir mal. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir den Jens sinnvoll hinstellen. Dass wir den beladen können. Also, dass wir den vor allem auch einfach beladen können. Wir hängen mal eben den Hackschnitzel-Trailer ab. Habe ich jetzt den Jens abgehängt? Nee, den Hackschnitzel-Trailer, okay. Dich klappen wir aus. Oh, das Rohr fahren wir aus. Und dann hätte ich fast gesagt... dass wir uns so hinstellen und dann mit dem Kran Jetzt müssen wir mal überlegen. Wir arbeiten ja auch vor allem mit der Poltergabel, ne? Wir beladen den ja auch vor allem mit der Poltergabel. Und, ach so, warte mal, Freunde. Es gibt noch was für den hier. Ich glaube, das genehmigen wir uns dazu. Jetzt muss ich nur gucken, wo das ist. Wahrscheinlich unter Diverses. Oder so. Warte, wir gucken mal hier unter den herunterladbaren Inhalten. Hier. Das gute Stück. Das nehmen wir noch mit dazu. Ich glaube, wir brauchen hier jetzt nicht großartig irgendwas dazu basteln. Natürlich ein Kennzeichen, ganz wichtig. 00. E. 006. Warte, wo ist die 6 da? 006. P. J. Warum ist das Kennzeichen von dem Jens eigentlich so kacke geworden? Das verstehe ich nicht. Merkwürdig. Okay. Kaufen. So. Dann holen wir den nochmal eben ab. Das heißt, ja, dann stellen wir den ganz anders hin. Und zwar... Was ist denn los mit dem Unimog jetzt auf einmal? Und zwar so stellen wir den jetzt hin. Leute, wir hauen mal eine Zeitraffer rein. Oder nee, ich mach mal einen Cut, bis ich das alles hier habe. So. So, ich bin gerade auf dem Weg mit unserem Radlader zu unserer Stelle. Und bin natürlich erstmal 100 Meter in die falsche Richtung gefahren. Bin mal gespannt, wie es wird. Das ist jetzt so der Punkt, wo ich sagen muss, da wäre jetzt ein zweiter Traktor halt echt sinnvoll. Weil wir halt, wir müssen halt einen Traktor vor den Jens spannen und bräuchten dann noch einen Traktor eigentlich zum Abfahren. Ja, wie gut oder auch nicht gut, dass das funktioniert, das werden wir sehen. Ich bin wirklich gespannt. Jetzt ist natürlich, in dieser Folge kommt der zweite Joystick jetzt nicht zum Einsatz. Das ist natürlich jetzt tragisch. Das werden wir aber in den nächsten Folgen noch nachholen. Aber so sieht das Ganze jetzt hier aus. Wir haben den Jens. Der wird jetzt gerade vom Unimog angetrieben. Das Ganze hier hat sich angekoppelt und ja, ist jetzt eine Erweiterung. Ui, ich laufe. Hilfe. Genau. Und ich habe hier übrigens hier diese Betonklötze hier hingepackt, dass das nicht wegrollen kann. Das ist ganz cool. Man muss sagen, aber die sind sackschwer. Die wiegen 3 Tonnen, so ein Ding. Und also mit dem hier kriegst du die nicht vernünftig verladen. Das liegt aber auch ein bisschen an der Poltergabel. Und mit dem hier ist das ein Akt.
Aber es geht. So, wir schnappen uns jetzt einfach mal hier ein bisschen Baumstammel die Stamms. Und dann gucken wir einfach mal, wie das wird. Vor allem, ich weiß noch nicht, wie wir die am besten aufladen. Und ich weiß auch nicht, wie viele wir auf einmal darauf tun können. Eigentlich ist das ja eher so eine Stamm-für-Stamm-Geschichte. Das heißt, wir versuchen es erstmal ganz vorsichtig. So. Wahrscheinlich ist die Poltergabel nicht das richtige Werkzeug dafür. Kann ich mir auch vorstellen. Kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, wenn ich mir das hier so angucke. Wir probieren unser Glück. Das ist auch, ich habe das zu eng aufgebaut, muss ich zugeben. Ich habe das auch zu eng aufgebaut hier. Aber unser Liebherr, der ist natürlich saumäßig wendig. Das kommt uns jetzt gerade zugute. So. Ja, warum öffnet er sich jetzt nicht? Bin ich jetzt doof? Hä? Die Poltergabel öffnet sich nicht. Warum? Was ist denn jetzt los? Hä? Ah, aber guck mal, es funktioniert. Schön. Das ist aber nicht so schön. Oh oh. Unser Anhänger wird nicht beladen, warum nicht? Hä? Dann müssen wir den wohl nochmal umfahren, den Anhänger. So, erstmal ausschalten. Ist klar. Dann müssen wir den wohl nochmal umfahren. Das ist ja unangenehm. Damit haben wir jetzt einen ganzen Baumstumpf verschwendet. Oder, oh nein, bitte, bitte nicht. Bitte erzähl mir nicht, dass wir... Bitte erzähl mir nicht, dass wir aus Totholz auch keine Hackschnitze machen können. Oh Gott, das wäre so, oh, das wäre so übel. Wofür ist Totholz denn sonst gut? Wenn man da nicht mal Hackschnitze draus machen kann. Oh nein. Oh nein! Sag mir nicht, dass man aus Totholz keine Hackschnitze machen kann. Das akzeptiere ich nicht. Das akzeptiere ich nicht, Freunde. Jetzt ohne Scheiß. Wir holen jetzt mal einen richtigen Baumstamm. Um dann wahrscheinlich rauszufinden, dass es damit geht. Also wenn man aus Totholz eine Sache machen kann, ist das Hackschnitzel. Das finde ich richtig räudig, Freunde. Das finde ich richtig räudig, wenn das so wäre. Ey, Poltergabeln sind echt scheiße. Ich habe Fragen. Könnte das am Anhänger liegen? Kann der Anhänger keine Hackschnitzel? Wait a minute. Doch klar. Ne, warte, das ist die Lage, ne? Oder ist das Hackschnitzel? Ne, das sind Hackschnitzel, oder? Theoretisch müsste der Hackschnitzel können, wenn ich das richtig sehe. Wo ist denn das Problem?
Freunde. Wir tauschen den Anhänger mal eben durch, okay? So, ich habe mich erstmal für den Classkipper entschieden. Aus verschiedenen Gründen. Wir können damit A, vernünftig rückwärts um eine Kurve fahren. Er ist relativ groß und er ist günstig. Damit haben wir jetzt am wenigsten Verlust gemacht. Auf den kann man auf jeden Fall Hackschnitzel aufladen. Das andere war ja ein Mod. Hätte sein können, dass das da halt irgendwie nicht funktioniert. Wer weiß das schon. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. So, den stellen wir jetzt hier hin. Machen mal wieder den Unimog vor den Jens. Und wir werden mal eben ganz schnell nicht mit der Poltergabel, sondern mal eben mit der Hand einen Stamm reinschmeißen. Das funktioniert. Einfach mal eben zu testen, ob das jetzt endlich funktioniert. Oh ja. Guck mal. Oh ja. Aber oh ja. Also, wir hatten einen kleinen internen Speicher. Alles klar. Es funktioniert. Es lag am Trailer. Uhuhu. Schön. Dann würde ich sagen, stecken wir jetzt hier drin fest. Schnappen wir uns hier endlich unseren Liebherr und hauen hier richtig was rein. So. Aber vorher habe ich nochmal eben schnell ein Fotole gemacht. So. Dann gucken wir mal. Es ist nach wie vor etwas eng, was wir hier gebastelt haben. Nächstes Mal können wir uns echt ein bisschen mehr Platz lassen. Aber damit kommen wir jetzt klar. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, dann wollen wir mal gucken hier. Also, zu viele Stämme auf einmal ist nicht so schlau, hat sich jetzt herausgestellt. Müssen wir mal gucken. Nee, okay, das zählt nicht unter Kran. Wir belegen die Zange nochmal eben schnell auf den Knopf. Jo. So, 1A, funktioniert. Dann öffnen wir das mal komplett. Also ich finde, ja, wir können das ja mal aus der Innenperspektive versuchen. Ich vermute aber mal, dass das hier gerade aus der Außenperspektive wirklich am besten ginge. Oha. Ja, also mal. Das hat ja vorerst erstmal ganz gut funktioniert. Nur jetzt haben wir die Poller im Weg. Und das jetzt hier auf den Jens abzuladen, das wird die größere Herausforderung. Freunde, das kürzen wir ab. Denn, naja, schaut selber das Ergebnis an. Oh nein. Warte mal kurz. Aus Totholz wird offensichtlich doch keine Hackschnitzel. Oh, Spiel, fick dich. Fick dich, Spiel. Wofür gibt's Totholz? Oh Gott, ich habe keine Lust mehr. Was macht man mit Totholz, wenn man schon nicht verkaufen kann? Es muss doch irgendeine sinnvolle Verwendung dafür geben. Es ist doch ein Scherz. Nee, Leute. Ey, das fühl ich überhaupt nicht. Wir belohnen uns jetzt hier. Wir hauen jetzt den Anhänger voll Holz. Voll Hackschnitzel. Ja, guck mal, offensichtlich so funktioniert's ja. So. Das machen wir jetzt ganz schnell mit der Hand, damit er ganz schnell voll wird. Ach so eine Scheiße. Ey, das gibt's doch nicht. Was macht man mit Totholz, Freunde? Könnt ihr mir das bitte erzählen? Ich meine, es muss doch einen Verwendungszweck dafür geben. Das kann doch nicht einfach nur ein nerviges Übel sein. Da kann mir noch niemand erzählen, dass das einfach nur ein nerviges Übel ist. Dann düsen wir auch mal eben hin. Unsere fast 18.000 Liter. Also ich weiß nicht, also ich kann mir schon vorstellen, dass Hackschnitzel auch relativ lukrativ sein könnten.
Also ganz geldlos wird man da wohl nicht mit rauskommen, denke ich mal. Ich meine, das waren jetzt nicht so viele Stämme. Und die Stämme hätten jetzt, weiß nicht, vielleicht 7.000, 8.000 Euro eingebracht. Oh, wir fahren falsch. Also die hätten vielleicht 7.000 oder 8.000 Euro eingebracht, die Stämme, die wir jetzt verhexet haben. Wir dürften damit jetzt aber weit über 10.000 Euro machen. Das müsste man mal genau austesten, indem man einfach mal sagt, dass man zweimal denselben Stamm nimmt, also wirklich gleich schwer und sowas, einmal als Stamm verkauft und einmal als Hackschnitzel verkauft. So ein Experiment könnte man ja mal machen. Vielleicht. So. Hier ist jetzt irgendwo die Feuerwehr, ne? Hier. Ist die Frage, wo ist die Verkaufsstelle von der Feuerwehr? Da bin ich ja mal gespannt, wo die ist. Da. Man kippt ins Nichts. Also Giants, das hätte man besser machen können. Ernsthaft. Da hätte man an der Wand irgendwie so einen Bunker ranmachen können, wo man reinkippt oder so. Aber das hier finde ich, das finde ich tatsächlich relativ doof. Ja, also theoretisch müssen wir jetzt, keine Ahnung, irgendwie 11.000 oder 12.000 Euro oder so bekommen. Also 15. Okay, es ist auf jeden Fall lukrativer, als einfach nur einen Stamm zu verkaufen. Ja, schön. 27.800. Wir haben ja gesagt, wir brauchen eigentlich echt noch einen zweiten Traktor. Da würde ich auch auf einen richtigen Traktor gehen, hier nicht auf einen Unimog, wobei Unimog eigentlich echt ein schönes Gerät ist. Freunde, danke fürs Einschalten. Das war jetzt mal eine richtige Fail-Folge. In der nächsten Folge gucken wir einfach mal, dass wir hier die beiden Joysticks auch in Benutzung nehmen, beide. Und ganz wichtig, ihr kennt das Ganze, ne?